Moin Leute, herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Und ja, heute wieder GTA 5 online. Moment schnell, ich muss. Ja, schauen beim Mikrofon, ob alles richtig eingestellt ist. Und dieses Mal möchte ich das so machen, dass wenn ich gerade kein. Nicht weiß, was ich sagen soll, da gibt es einfach einen Cut. Letztes Mal auch das, die letzten paar Mal habe ich das nie gemacht. Weil es einfach ein bisschen, ja, es ist halt dann mühsam, wenn ich, wie soll man sagen, dann muss ich halt das Video rendern, also ich muss das Video dann speichern und es geht relativ lange, wenn das Video dann eine halbe Stunde geht, dann geht es dann, ja, nicht eine halbe Stunde, sondern länger. Und einfach das noch kurz dazu. Und es ist halt live aufgenommen, also wenn ich zwischendurch ein bisschen, soll man sagen, Faden verlieren, so ist es ganz normal. Und ja, ich denke mal, wir fangen an. Wieder mit Self-Radio. Genau. Also, erstes Thema. Oh, Moment, wir müssen kurz. Wir wollen heute zuerst wieder Autos verkaufen. Mal schauen, ob das geht. Genau. Also, das erste Thema ist, wie soll ich sagen, das erste Thema ist Thema Instagram, Facebook bzw. einfach Social Network. Und ja, du kennst es vielleicht, wenn dich jemand auf Instagram liked oder abonniert, dann meistens denkt man sich nichts Böses im Hintergrund. Aber ziemlich jeder hat das, dass jemand, dass du zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt ganz Beispiel von irgendeinem Superstar, also, ja. Wie soll man sagen? Jetzt habe ich schon diese Feierfaden verloren. Moment. Wenn dich jemand abonniert, dann ist meistens nichts Böses dabei, aber vielmals ist es so, dass die halt möchten, dass du sie abonnierst. Also durch das kriegen sie deine Aufmerksamkeit und dann abonnierst du sie. Und wenn du sie richtig abonniert hast, dann wirst du sie auch nicht deabonnieren. Und bei ihnen ist es eben so, bei den die Leute, die dich abonniert haben, dass du vielleicht innerhalb von einem Tag oder je nachdem, oder innerhalb von einer Woche sie dich wieder deabonnieren. Das ist halt so ein genannter Bot. Und ich kann das euch ganz einfach sagen, und zwar war bei mir so, dass ich vielmals schon von Boshafte Beats abonniert wurde. Boshafte Beats, das ist, ich weiß nicht, wie es genau ist, aber das ist halt von den Beats von Kollegen, weiß ich, ob jetzt das seine Firma ist, wie das genau läuft, keine Ahnung, aber da wurde ich schon sicher fünfmal abonniert, und das ist ja ein bisschen komisch, wenn du immer siehst, abonniert oder folgt dir jetzt. Da habe ich auch schon ein paar Mal geschaut bei mir auf der Seite und dann habe ich gesehen, die folgen mir gar nicht mehr. Oder es folgt mir keiner, der so heißt. Darum, das ist also um. Moment kurz. So, um es einfach zu sagen, vielmals ist es wirklich so, damit du dann ihnen folgst. Und dann, ja, dann kaufst du zum Beispiel die Songs oder du kaufst irgendwelche Sportkleidung oder wie auch immer oder sonstige Produkte. So sollte das eigentlich funktionieren. Sollen wir jetzt machen? Sonst versuche ich mal unser Club ein bisschen aufzuwerten, oder? Nicht. Ich könnte auch wieder mal richtige Missionen machen. Richtige Missionen. Eben, und da ist es so, dass die halt möchten, dass du auf sie aufmerksam wirst, du bist ein Abonnent von ihnen und vielleicht irgendwann, und auch wenn es nur ein Produkt ist, du hattest schon was gemacht für sie. Und das ist bei mir jetzt, also ich rede nicht lange, da heißt es bei, ich habe auch so einen Bot. Aber für mich bringt jetzt der Bot natürlich viel. Aber du musst selber noch viel machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel wie ich ein Franchise über die Franchise-Partnerschaft Dinge verkaufen möchtest, dann musst du immer noch
Stories machen, Leute anschreiben, Bilder hochladen, dir vielleicht irgendwie mit Videos weiterbilden oder wie auch immer, dass du halt immer aktuell bist und das nicht schlechter machst in dem Sinne. Das ist eben vielmals, habe ich so gedacht, so, hä? Ja, abonniert mir jetzt da und die meisten Likes, viele Likes, werden von Bots sein. Viele können auch echt sein, das kannst du auch nicht sehen. Also das Einzige, was du sehen kannst, ist, wenn du die Instagram-URL auf einer Seite eingibst und dann siehst du den Wachstum. Wenn jetzt die Wachstum irgendwie kleiner 500% war in der letzten Zeit oder so, dann siehst du, dass irgendetwas komisch ist. Dass irgendwie gepusht wurde. Oder ja. Es können eben nämlich auch Leute mit 50 Abonnenten so einen Bot haben. Also das heißt, die haben dich auch nicht wirklich selber geliked, sondern eben der Bot, der Computer, wie man dem auch immer erklären möchte, wie man das auch immer erklären möchte. Ja. Wenn ihr es professioneller den Bot erklären haben möchte, könnt ihr natürlich das auch gerne auf YouTube schauen, da gibt's. Obwohl, ich habe eine andere Villa, oder? Mit den, wo ich das Makrimefeld und alles machen könnte. Wo ist das? Ist das hier? Hier? Ich glaube, das müsste hier sein, oder? Eben, wenn ihr das besser erklärt haben möchtet, dann könnt ihr das auf YouTube schauen. Aber es ist eben so, dass es dass es selber dich abonniert. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Also freut euch, ihr dürft euch natürlich freuen, aber freut euch am besten nicht zu viel, wenn euch irgendein Substar oder es müssen nicht mal Superstars sein, ich glaube, weiß nicht, ob die überhaupt Bots haben, die sind ja schon genug berühmt. Dort läuft schon eigentlich ohne Bot viel, denke ich. Aber einfach, wenn euch irgendeiner mit einem Haufen Abonnenten anschreibt oder so, dann nehmt das euch nicht persönlich. Also, natürlich dürft ihr euch freuen, aber ja. So. Ich habe dann noch ein zweites Thema, das ich später ansprechen möchte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für ein Thema war. So, was ist das wieder für ein Thema? Zuerst wäre es das Thema Bot und dann. You're lucky I'm a good person. Oh, vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall wollen wir jetzt. Warum kann ich. Ach so. Ich habe schon gedacht, warum habe ich hier ein blaues Auto? Habe ich schon vorhin gedacht, so, hä? Warum habe ich ein blaues Auto hier? Und da habe ich zuerst gedacht, okay, das ist vielleicht irgendwie für eine Mission, aber habe gar nicht mehr weitergedacht. Na gut, dann wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Ich habe ja vorhin auch das Telefon abgenommen. Na gut, vielleicht fällt mir ja das andere Thema noch ein. Ah, genau. Das andere Thema war Thema ehrlich zu sich selber. Was das alles für Vorteile haben kann. Und das Ganze habe ich von JP in seinem letzten Live-Video, als Livestream-Video, hat er das gesagt, dass er glaubt, wenn man zu sich selber ehrlich ist, dann wird man ziemlich sicher und vieles hinterfragt, wird man ziemlich sicher erfolgreich werden. Aber dazu sage ich nachher dann mehr. Erstmal müssen wir zum Hubschrauber-Landeplatz gehen. Ich habe mal gesagt, ich möchte mit dem Kraken unter Wasser. Also mit dem Kraken ein bisschen tauchen gehen. Also der Kraken, das ist ja das U-Boot, oder? Und habe ich schon gemacht. Ich weiß nicht, ob das Video schon online gekommen ist. Aber ich möchte auch Thema Video. Ich möchte jetzt schauen, dass jeden Sonntag ein Video kommt.
Und sonst keine Ahnung, aber sicher jeden Sonntag, und dass ich dann halt das Ganze auch ein bisschen plane, dass ich weiß, um was ich rede, was ich schon besprochen habe und, oder? Weil jetzt ist es ein bisschen chaotisch sonst. Now fly us out there, Chief. Like her namesake, the Black Madonna is prone to spontaneous acts of generosity. Bless. Like throwing a free party for some of the less privileged. Für mich falsch genommen. Also wenn ihr das haben möchtet, lesen den, heißt der. In der Bank 27 Riesen, du gehst dein Recht in die ganz Miesen. Während du am Boden liegst, werd ich wohl am Strand liegen, kurz ins Meer und dann wieder übers Land fliegen. Kein Empfang. Das ist nicht so viel Muck, kenne ich gar nicht vorhin. Ich an den Wolken war, scheiß auf Geld. Ich werde ab jetzt nur noch mit Gold bezahlen. Ich werde ab sofort nur noch mit Bitcoins zahlen. Das ist schon krass, dass ein Bitcoin abgegangen ist. Das ist schon krass. Aber ich glaube im Fall. Ganz ehrlich, ich sollte nicht böse klingen, aber ich glaube, solche, die. Ich glaube, solche Leute, die durch Bitcoins Geld gekriegt haben und das in Haufen, ich glaube, die haben wahrscheinlich am wenigsten, wie soll man sagen, Bezug zu Geld, den man sich mal verdient hat. Ich meine, Leute, die halt viel verdienen, aber sie haben es verdient, denke ich, haben immer noch mehr den Bezug zu Geld, wenn man jetzt den Zahlen aus oder ich weiß nicht was ist. Ah, was? Ah, scheiße, ich muss mit dem Cargo-Pop dann den Ding hochziehen. Kann das sein? Okay, den Schleifen mag ich zuerst, habe ich gestanden hacken, also was zu hacken, oder? Aber so muss ich jetzt den nehmen. Und kann ich so fokussieren. Natürlich heißt es nicht, dass ich nicht so einen Haufen Geld haben möchte. Ja, wie nehmen wir jetzt den mit? Das geht ja nicht so. Aber hier jetzt gar kein Haken, wie macht den Haken aus? Ah, so. Gut, versuche ich es nochmal. So, runter, runter, runter. Komm schon. Oh, jetzt. So. Ja, ich versuch's ja. Na ja, super. Na ja, komm, das geht schon. Das sollte schon irgendwie gehen.
In das zweite Thema, ehrlich zu sich selber sein, kann ich mir jetzt gut in zwei Dingen ganz gut vorstellen. Erstens mal ein Thema Selbstverwirklichung. Oh shit. Also ich meine jetzt wie zum Beispiel, wenn man sagt, du, ich möchte selber ein Business machen, wenn man sagt, dann kann man zum Beispiel nach einem Arbeitstag sagen, du, habe ich so viel für meine Selbstverwirklichung getan, wie es nur geht. Dann wird wahrscheinlich jeder sagen, ja. Kann man sagen, bist du sicher, könntest du nicht noch mehr machen? Wenn man das so denkt, könnte man, sagt wahrscheinlich jeder, nein, eigentlich geht noch mehr, eigentlich hätte ich noch mehr machen können. Zum Beispiel bei mir jetzt, bei Instagram. Pascal, hättest du heute nicht noch mehr machen können? Also morgens habe ich schon Leute angeschrieben, als Beispiel, morgens habe ich schon Leute angeschrieben, bevor ich zum Arbeiten ging, schon eine halbe Stunde. Dann habe ich den ganzen Tag gearbeitet, zum Beispiel, und habe dann abends die Leute angeschrieben, hättest du mehr machen können? Ja, definitiv, ich hätte noch in der Mittagspause noch Leute anschreiben können, zum Beispiel, oder ich hätte mir mehr Stories ausleihen können, oder. Versteht ihr? Warum nicht? Warum nicht? Jetzt war ich am Ziel, warum nicht? Das ist natürlich ganz geil, warum nicht? Nein, aber eben wie gesagt, Thema Ehrlichkeit, oder ich habe schon von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, du, ich habe schon viele... Ich habe schon viele Leute aus dem Leben, von vielen Leuten getrennt, mal die nicht mehr so denken wie ich und so, aber immer. Man muss ja nicht zu den Leuten ehrlich sein und den Leuten ins Gesicht sagen, weil dann wird es wahrscheinlich nie mit keiner Beziehung oder mit keiner Freundschaft gut gehen, aber wenn man ins Gesicht sagt, du, ich finde dich scheiße. Aber wenn man zu sich selber ehrlich ist und sagt, bringt's das jetzt und bla 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 und weißt du was ich meine? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ganz ehrlich, dieser eine Kollege, der nur immer bei mir sein möchte, wenn wir feiern. Ganz ehrlich, das ist ein Kollege. Oder wie auch immer, weißt du, dass man so ein bisschen hinterfragt, oder? Was ist das? Geh mal hier hin. Nein, aber eben, dass man so ein bisschen immer hinterfragt, was man macht, oder eben beim Business, oder wenn man jetzt, das muss ja nicht Instagram sein, aber wenn man irgendwie einen YouTube-Kanal aufmachen möchte, oder wenn man Fitness macht, Fitness ist auch ganz gut, wenn man sagt, du, hast du alles gemacht, was du hast richtig drin gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich alles getan habe, ja, dann schau Videos, auf die Fehler, was könnte ein Fehler sein und, weißt du? Weil ich habe mal was gelesen, wie du am schnellsten an Erfolg kommst, ist, wenn du nur etwas auf einmal machst. Das finde ich wirklich eine richtig gute Überlegung, wenn man nur etwas, dann kommt man am schnellsten. Ah, jetzt ist es weg. Das ist der jetzt hier fährt. Und wenn man zum Beispiel sagt, du kommst am schnellsten ans Ziel, wenn du nur etwas aufs Mal machst. Zum Beispiel, du machst jetzt Fitness. Nur Fitness und kümmerst dich nur ums Fitness. Dann kennst du dich schon relativ gut aus. Dann zum Beispiel kümmerst du dich ums Dehnen. Oder um Yoga oder so einfach halt. Nein, eigentlich schon dehnen. Dass man das gut machen kann, weil das ist ja auch wieder ein Haufen zum Lernen. Also nicht einfach so ein bisschen, sondern dass man wirklich mit dem. Dass man am Schluss schon fast ein Trainer ist. Nein, weißt du? Finde ich noch interessantes Thema.
Weil man sich immer hinterfragt. Und immer nicht einmal am Tag, sondern bei jeder. Das ist dann noch eher anstrengend. Weil dann merkt man, was man eigentlich alles schleifen lässt, wenn man einen Tag lang alles hinterfragt. Ja, ich denke man dann auch, ja, du, das ist ein bisschen übertrieben, alles zu hinterfragen. Ja, vielleicht. So, kurzer Cut gemacht. Wir versuchen mal jetzt den Pazifik Standard drauf zu machen. Mal schauen, ob irgendjemand reinkommt. Und da gibt es jetzt hier schon wieder einen kleinen Cut. Ja, also ich glaube wirklich um. Ja, das bringt sich dann nicht lange so lang, muss zu lange zu warten. Ach, sonst machen wir wirklich die bisschen den Club bewerten. Ja, genau, eben, ich denke wirklich um. Aber kein Auto draußen, ja. Um möglichst ja, viel zu erreichen, wenn man möglichst wenig auf einmal macht, das glaube ich wirklich. Ist zu. Und ja. Von dem her bei mir jetzt Thema Instagram. Könnt ihr mir auch alle gerne folgen oder wenn ihr auch sonst eine Frage habt, könnt ihr mir auf Skype oder Instagram schreiben, die Infos dazu. Oh Scheiße. What the hell, ja. Die Infos dazu, wie ich auf den Plattformen heiße, ist alles in der Videobeschreibung. Gut. Ja, ich glaube, es sieht schon ein bisschen beliebter aus, kann das sein? Momol. Auf jeden Fall ist es beliebter. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus hier. Galaxy mit der Schrift. Oh, das wusste ich nicht, dass das so Galaxy geschrieben wird. Das ist mal richtig fett. Schau mal, jetzt kommt's an. Schau jetzt, jetzt kommt es nicht mehr. Ja, vorhin ist da Galaxy gestanden. Ach, egal. Ja, schau mal, die Beliebtheit, die ist ja schon richtig fett. Ja, kann ich dann auch später mehr verlangen, aber ich werde jetzt sicher mal in der nächsten Zeit nicht mehr verlangen. Ich möchte jetzt eher schauen, dass die ein bisschen noch so. Wie soll man sagen, hier der Club bewertet. Oh, schau mal, wie der gestiegen ist. Tageseinnahmen sind 9.000, die könnten glaube ich bei 80.000 oder so sogar schon sein. Aber dann ist aber nicht nur durch den Club. Also da muss man auch die. Soll man sagen, da muss man auch den Bunker etc. dafür haben. Also es geht nicht nur mit dem Club auf die 90.000, oder nein, nicht 90.000 sind es nicht, sind glaube ich weniger. Ah, jetzt muss ich wieder Plakate runterschmeißen, genau. Und letztes Mal habe ich hab immer so geschaut, wo es ist es am nächsten, aber man sieht es, umso dunkler das ist die Punkte, umso dunkler die Punkte sind, umso näher ist es. Beziehungsweise umgekehrt. Umso heller. Also, ja, wie soll man sagen? Umso am besten man sieht.
Diese muss ducken, das ist da jetzt nicht blazen, Daniel. Ich zum Beispiel weiß ich nicht, ob das oder der andere Pfeil unten ist, der obere oder der untere näher ist. Aber ich fliege jetzt einfach zu dem hoch, weil jetzt ist der definitiv näher. Ist ja schon fast bei mir. Und ich bei ihm. Und dann, ja, ist es klar, dass ich jetzt zu dem fliege. Nein, wenn ihr Themen habt, bitte schaut sie mir gerne, könnt ihr auch in die Kommentare posten, ist euch egal. Ich will jetzt zuerst zu dem hinten, weil der ist so alleine. Dann muss ich zuerst zu diesem. Hä? Ah, hier über den See? Nein, ist hinten. Der Blaze in Wetter, was wetten wir? Ja, ich erkenne den schon an den Beats. Ich kenne nur diese Gegend, immer nur beworbenen Kassel und Umgebung von Scheißjobs gelebt, aber rein gar nichts erlebt. Und ja, ich hab mein Leben weggeworfen, wollte immer etwas ändern, aber redete von morgen. Dann sind 5 Jahre vergangen und ich fragte mich, wann fängt mein Leben endlich an? Jeden Tag das gleiche, erst zur Arbeit am Computer, fühlte mich so wie ein YouTube-Star, dabei war ich ein Loser, denn außer virtuell hab ich gar nichts gerissen. Ich fühl das voll. Ich fühl das voll, das Lied. Jeden Preis, doch merkte mit der Zeit im Showbiz ist jeder falsch. Und deshalb warf ich alles hin, um mein Leben noch ein letztes Mal von vorne zu beginnen. Und jetzt hab ich mein Leben im Griff und deshalb ist halt jeder Tag so wie ein Segen für mich. Ich gab alles. So, jetzt habe ich lange nichts geredet. Wir machen hier einen Cut und dann sehen wir uns weiter, wenn es fertig ist. So, das letzte Flugblatt zu verteilen. Dann müsste eigentlich schon. So, jetzt bin ich zu tief und jetzt muss ich höher fliegen. Nachher können wir eigentlich noch. Genau, jetzt ist die Beliebtheit gestiegen. Ich habe ein bisschen Geld gekriegt. Und jetzt können wir eigentlich schauen, dass wir wieder ein bisschen Autos verkaufen, weil jetzt vorhin waren es 10 Minuten, die ich warten musste. Aber jetzt können wir ein bisschen Autos noch verkaufen. Und dann bei den Autos verkaufen schaue ich eigentlich nie, dass das Auto mir gefällt. Ich mache einfach etwas, aber jetzt muss ich so auf Wien, ich glaube, ich würde dafür bezahlen müsste. Das ist natürlich mal etwas Neues, mal ein neuer Versuch, oder? Voll rasiert. Hat mich voll rasiert, na gut, hier hinten ist es ja gleich. Du weißt, wenn man da immer noch alle Waffen etc. Zusammensuchen muss, ist war das nicht im Frühjahr in GTA so. Oder offline, nein, offline sind wir sicher nicht. Irgendwie kommt mir das gerade so vor, als ob es mal so gewesen
Und zwar ein Muss. So, jetzt sind wir im Club angekommen und im Club, sag ich schon, in der Garage. Und jetzt möchten wir das Auto richtig schön machen, wie mir das halt gefällt. Eigentlich, ich glaube ganz ehrlich, eigentlich ist es wegen dem gemacht worden, weil man viele Autos aufmutzt und vielleicht das Geld gar nicht dazu hat oder auch den Platz nicht, wenn man irgendwann so viele Autos umrüstet. Darum schaue ich jetzt, dass ich so mache, wie es mir gefällt. Lackierung, was machen wir da? Eine Metallic-Lackierung. Ich hatte schon mal so ein Auto in Schwarz. War eins der ersten und war auch dazu mal relativ teuer. Für den, die damals gesagt, ich habe für viel. Viele wissen das wahrscheinlich gar nicht. Ich habe das dort mal auf der PS gehabt. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch kann, aber man konnte. Also wahrscheinlich nicht. Man konnte es dort mal vom. Wo es neu auf dem PC erschienen ist. Ich mache es Anthrazit. Ich glaube, da war Anthrazit, glaube nicht schwarz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man das dann. Konnte man das dann auf PC übernehmen. Von der PS. Ich hatte es auf der PS3. Ich weiß nicht, ob man es für die PS4 auch dann übernehmen konnte. Aber auch schon fett, also dann das auf dem PC zu zocken, man hat auch relativ viele Vorteile dann gekriegt dadurch. Ja. Ey, da ist schon alles aufgemutzt, wie ich das haben möchte. Gar nichts mehr, fast nichts mehr machen. Und ja, es war also wirklich mal Lust, war echt geil gemacht, wie dass man das auf dem PC haben konnte. Das war für mich immer der Traum und habe lang gedacht, das kommt eh nicht auf dem PC dann. Ja, aber es ist nice, echt. Okay. Ja, und jetzt möchte ich das Auto verkaufen und ich denke, dann wäre es das für dieses Video auch schon gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video eigentlich schon geht. Und dann schreibt mir fleißig in die Kommentare, was ihr überhaupt sehen möchtet, sonst mache ich mir selber noch Gedanken bis zum Sonntag. Kann auch sein, dass dann der eine oder andere Vorschlag erst ein bisschen verspätet kommt und nicht gerade am nächsten Sonntag. Vielleicht, da müsst ihr auch eine Woche länger noch warten als sonst schon. Mal schauen, je nachdem, wie sich das alles einbinden lässt und wie es dann auch zusammenpasst. Vielleicht kann ich auch zwei, drei Themen in einem Video nehmen. Scheiße. Das steht gar nichts, wie es Lied heißt. Gar immer schlimmer. Ich muss mal einen falschen Namen. Gut, okay, jetzt habe ich das Auto verkauft. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß beim Video und ich hoffe, ihr macht es auch so, ehrlich zu euch selber sein. Könnt ihr mit euch, mit mir zusammen jetzt beginnen, mit ehrlich zu sich selber zu sein. Mal schauen, wie sich das so im Leben entwickelt. Und dann würde ich mal sagen, ja, wäre es das fürs heutige Video gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscur94. Ciao.